Wer auf Schatzsuche gehen möchte, muss oft gar nicht großartig suchen. Manchmal reicht ein Blick in den Müll. In Österreichs Haushalten werden jährlich bis zu 133 Kilogramm noch genießbare Lebensmittel weggeworfen. Das entspricht einem Wert von 250 bis 800 Euro. Wer sich davon ein Bild machen möchte, kann sich noch bis Ende Mai die Ausstellung im Naturhistorischen Museum ansehen. Wer sich jetzt gleich ein Bild davon machen möchte, sieht sich den nächsten Beitrag an. Viel Spaß! Herzlich willkommen. Ich freue mich, Ihnen in den nächsten Minuten ein bisschen das Institut für Abfallwirtschaft an der BOKU vorstellen zu können. Mein Name ist Marion Huber-Hummer. Ich leite das Institut für Abfallwirtschaft. Und Abfallwirtschaft, wie Sie im Vorspann schon gesehen haben, ist ein sehr alltägliches Thema und auch sehr breit gestreut. Von Kunststoffabfällen bis hin zu gefährlichen Rückständen. Und genauso breit ist auch die Forschungsthematik, mit der wir uns hier im Institut beschäftigen. Ich darf Sie dann hoffentlich als potenzielle UBRM-Studierende dann auch in einer unserer Bachelor-Vorlesungen begrüßen. Abfallwirtschaft ist ja ein sehr anwendungsorientierter und praxisnaher Fachbereich. Wir Menschen produzieren tagtäglich Abfälle in unterschiedlicher Zusammensetzung und auch in unterschiedlichen Mengen. Daher fokussieren wir hier bei unserem Institut in der Forschung vor allem auch auf den Bereich der Siedlungsabfälle. Wir beschäftigen uns im Institut, in Forschung wie auch in der Lehre, auch mit dem Thema der Nachhaltigkeitsbewertung und setzen hierfür zum Beispiel die Methode der Ökobilanzierung ein, um ja, unterschiedliche abfallwirtschaftliche Maßnahmen und Verfahren betreff ihrer Umweltauswirkungen vergleichen zu können. Wir orientieren uns hierbei an der Struktur der Abfallmaßnahmenhierarchie, die von der EU vorgegeben wird. Die Abfallmaßnahmenhierarchie gibt die Prioritäten in der Abfallwirtschaft vor. Das heißt, die oberste Priorität hat die Abfallvermeidung, gefolgt von der Wiederverwendung, der Vorbereitung zur Wiederverwendung von bereits angefallenen Abfällen. Die dritte Ebene ist das stoffliche Recycling, das Materialrecycling, wie zum Beispiel das Altglas- oder Altpapierrecycling. Vierte Ebene wäre die sonstige Verwertung, da zählt vor allem auch die energetische Nutzung von Abfällen, also die Behandlung und Verwertung in Müllverbrennungsanlagen dazu. Und die letzte Ebene ist die geregelte Entsorgung, die Deponierung von Abfällen und Rückständen. Abfallwirtschaft ist generell auch ein sehr breites Forschungsgebiet. Es ist sehr vielfältig und sehr stark interdisziplinär. Das heißt, auch die Zusammenarbeit mit anderen Instituten, mit anderen Disziplinen innerhalb der BOKU, aber auch außerhalb mit anderen Universitäten ist da auch immer gefragt. In der Lehre sind wir im Bachelorstudium Umwelt- und Bioressourcenmanagement vor allem mit zwei Lehrveranstaltungen vertreten. Das eine ist quasi die Basisvorlesung Abfallwirtschaft und Abfallentsorgung, die über ein gesamtes Studienjahr geht, also über Winter- und Sommersemester. Es wird Ihnen sowohl Faktenwissen vermittelt, also Sie hören von unterschiedlichen abfallwirtschaftlichen Konzepten und Strategien, lernen unterschiedliche Technologien, aber auch Methoden bzw. methodisches Vorgehen kennen, das Ihnen die selbstständige Erarbeitung von Lösungsansätzen zur Lösung abfallwirtschaftlicher Fragestellungen ermöglichen soll. Die zweite Lehrveranstaltung ist Abfall als Ressource und wird Ihnen in dem Video auch noch ein bisschen näher erläutert. Die Vorlesung Abfall als Ressource ist mit einer Übung verbunden. Diese VU ist ein Wahlfach. Hier werden ausgewählte Abfallströme näher betrachtet. Es wird kritisch hinterfragt, welche Sekundärrohstoffe tatsächlich rückgewonnen werden. Beim Recycling müssen neben technischen Aspekten wie der komplexen Abfallzusammensetzung auch soziologische und ökonomische Aspekte berücksichtigt werden. Das macht die Kreislaufwirtschaft auch so spannend und komplex. In der Übung müssen Sie eine eigene Abfallerhebung bzw. ein Abfalltagebuch führen, wobei Sie alle Abfälle in Ihrem Haushalt aufzeichnen müssen. Sie müssen auch dokumentieren, welche Haushaltsprodukte welche Kunststoffe genau enthalten. In der Übung müssen Sie auch Materiallisten selbstständig erarbeiten. Sie machen sich nähere Gedanken zur stofflichen Zusammensetzung von Haushaltsprodukten wie Monitore oder Handys.
Am Ende der Vorlesung mit Übung müssen Sie keine klassische Endprüfung ablegen, sondern Hausübungen auf unserer Lernplattform BOKU Learn hochladen. Zusätzlich erhalten Sie von uns einen fachlichen Input, wie beispielsweise kritische Rohstoffe aus Elektroaltgeräten zurückgeholt werden können. Neben der Behandlung von Elektroaltgeräten ist der Umgang mit sorglos weggeworfenen Gegenständen, das sogenannte Littering, ein großes Thema. Dies betrifft insbesondere Gegenstände aus verschiedensten Kunststoffen. Um herauszufinden, welche Plastikgegenstände häufig gelittert werden, kann beispielsweise eine Sortierung des achtlos weggeworfenen Mülls durchgeführt werden. Nicht mehr eindeutig erkennbare Plastikgegenstände können mit Hilfe eines Infrarotmessgerätes näher bestimmt werden. Im Alltag begegnen uns Plastikverpackungen häufig beim Einkauf von Lebensmitteln. Aber nicht nur die Verpackungen können zum Müll werden, sondern auch die Lebensmittel selbst. Wider Erwarten fallen die meisten Lebensmittelabfälle in den Haushalten, der Lebensmittelerzeugung sowie der Gastronomie an. In österreichischen Haushalten werden jährlich bis zu 133 Kilo an vermeidbaren Lebensmitteln weggeworfen. Diese haben einen Wert von ca. 250 bis 800 Euro. Besonders häufig landen Brot und Gebäck sowie Obst und Gemüse in der Tonne. Wir hoffen, dass wir Ihnen nun mit diesem Kurzvideo einen interessanten Einblick in die Welt der Abfallwirtschaft an der BOKU geben konnten. Schon in den 1990er Jahren haben Abfallexperten gemeint, Abfälle sind eigentlich Rohstoffe, nur leider am falschen Ort. Die BOKU ist aber vielleicht gerade für Sie der richtige Ort, um sich wissenschaftlich mit diesem Alltagsthema Abfall, Abfallwirtschaft auseinandersetzen zu können, um zu lernen und zu erfahren, wie man Abfälle vermeiden kann und wie man diese möglichst effektiv und verlustarm als Rohstoffe im Kreislauf halten kann. Und da sind wir wieder. Schön, dass ihr alle noch dabei seid. Und ich sehe auch, dass ihr fleißig Fragen in den Chat schreibt. Bei uns jetzt hier die Frau Dr. Huber-Humer. Hallo, schön, dass Sie heute da sind. Einen schönen guten Nachmittag. Ja, freut mich. Danke für das interessante Video und die Informationen einfach allgemein darüber, was wir alles an Müll produzieren und wie viel wir doch wegwerfen. Auch natürlich mit dabei, Studienvertretung, das heißt, der Antoine ist wieder da. Hallo Antoine. Hallo. Schön, auch dich noch dabei zu haben. Und natürlich auch die Theresa von der BOKU4U Studienberatung. Hallo, schön, dass du auch dabei bist. Ich werde euch zwei jetzt gleich noch brauchen, denn wie gesagt, wir haben doch einige Fragen im Chat. Und wie auch vorhin schon gesagt, schreibt ruhig alle Fragen, die ihr habt. Ihr könnt sie an jeden stellen, der hier im Zoom dabei ist, das heißt auch an die Lehrenden selbst, und wir schauen, dass wir sie so gut wie möglich beantworten können. Gut, die erste Frage. Ich würde sagen, ganz allgemein nochmal, Theresa, kannst du uns nochmal ein bisschen was über das Aufnahmeverfahren in UBRM erzählen? In welchen Semestern findet es statt und wie läuft es ab? Also das Aufnahmeverfahren findet nur einmal im Jahr statt und das ist im Sommer, also dann sozusagen für das Wintersemester. Wenn man im Sommersemester einsteigen will, braucht man genauso dieses Aufnahmeverfahren. Also man hat nur einmal im Jahr die Möglichkeit, das zu machen. Und da ist sogar, also man braucht sich nicht davor fürchten, es ist jetzt dann keine große Hürde. Natürlich muss man sich ein bisschen vorbereiten, aber die Lernunterlagen werden zur Verfügung gestellt. Also man hat rechtzeitig Zeit, sich darauf vorzubereiten. Der Ablauf ist, dass man sich voranmeldet. Und der Test kommt auch nur dann zustande, wenn das Limit der Studienplätze sozusagen überschritten ist. Dann kommt es zu einem schriftlichen Test. Und ansonsten ist nur die Voranmeldung online nötig und dann ein Online-Self-Assessment. Und sollten sich nicht so viele anmelden, dann kann man sich gleich persönlich einschreiben. Ansonsten gibt es eben den Test. Genau. Und gibt es in UBRM im Wintersemester ein Aufnahmeverfahren oder, also jetzt im Sommersemester ist es zu spät, aber wird es dieses Wintersemester eines geben?
dieses Wintersemester nicht, also wenn man kommendes Wintersemester, also Wintersemester 2021/22 starten möchte, gibt es kein Aufnahmeverfahren. Das ist viel teuer ausgesetzt. Wenn man aber eben vielleicht sich erst in ein oder zwei Jahren einschreiben möchte, wird es vermutlich eines geben, beziehungsweise muss man sich dann einfach mit der aktuellen Situation mal informieren und schauen, ob es eines geben wird oder nicht. Aber für kommendes Wintersemester gibt es keines. Nur also für UBRM, wir sind gerade bei UBRM. Genau. Auch noch, weil wir jetzt eben so viel über das Aufnahmeverfahren geredet haben, jetzt findet es dieses Wintersemester nicht statt, gibt es eine begrenzte Anzahl an Studienplätzen für UBRM? Also eben für kommendes Wintersemester nicht. Da gibt es kein Aufnahmeverfahren. Wenn es dann die nächsten Jahre des Aufnahmeverfahrens stattfindet, gibt es eine begrenzte Zahl. Und eben, wie gesagt, wenn diese Teilnehmerzahl überschritten ist bei der Voranmeldung, dann kommt es zum Aufnahmetest. Passt, dann sind wir informiert. Dankeschön. Und eine letzte Frage, ja doch, die geht auch an dich. Und zwar, kannst du uns eventuell beantworten, inwiefern sich UBRM von Umweltwissenschaften, Environmental Science unterscheidet und wie die Möglichkeiten aussehen, mit dem UBRM-Bachelor an einer anderen Universität einen anderen Master in diesen oder anderen Masterstudiengängen zu machen? Also grundsätzlich ist es natürlich europaweit möglich, den Master auf einer anderen Uni zu machen. Das hat ja der Vorteil vom Bachelor-Master-System, dass man das sehr gut variieren kann mit dem ersten Studienabschnitt und dem zweiten. Ob man dann wirklich diesen gewählten Master machen kann, den man gerne machen möchte, das entscheidet dann sowieso die externe Uni, ob die Voraussetzungen passen, ob der Bachelor einfach dieselben Inhalte hat, wie der vielleicht auf der anderen Universität. Also das kann man sowieso jetzt nicht generalisieren, es muss immer individuell geprüft werden dann von der Fachabteilung. Es hilft natürlich, wenn man sich die Curricula genau anschaut, also das Curriculum vom Bachelor, das Curriculum vom Master. Und das gilt auch für die erste Frage jetzt, also inwiefern das mit Umweltwissenschaften, wo sich es unterscheidet. Wir wissen jetzt natürlich nicht alle Curricula von allen Universitäten, die sich mit Umweltwissenschaften beschäftigen. Da muss man sich natürlich auch selbst das Curriculum mal anschauen, ganz genau, welche Fächer gibt es und einfach die Fächer mal vergleichen. Und dann sieht man eh ungefähr, okay, in diesem Studiengang sind mehr technische Fächer drin, in dem vielleicht mehr naturwissenschaftliche etc. Also so kann man es dann eh ganz gut abgleichen. Perfekt, danke schön. So, Frau Huber-Humer, damit Sie hier nicht komplett ohne Grund hier sitzen, möchte ich natürlich auch an Sie ein paar Fragen stellen. Außerdem, weil es mich außerdem auch selbst brennend interessiert. Sie haben in Ihrem Video darüber geredet, dass wir doch sehr viele noch genießbare Lebensmittel wegwerfen. Warum machen wir das? Und mit welchen Anreizen, denken Sie, könnte man diese Müllproduktion vielleicht verringern? Ja, warum? Da gibt es viele Gründe. Also ich glaube, da muss man nur selbst einmal seinen Tag oder eine Woche reflektieren, warum man denn noch genießbare Lebensmittel wegschmeißt oder warum sie denn ungenießbar werden. Also das hat ja auch schon eine Geschichte, warum sie zu lange im Kühlschrank oder in unseren Vorratsräumen lagern. Das ist zum Teil, weil man zu wenig Bescheid weiß, wie lage ich etwas richtig, weil man zum Teil den Überblick auch über das, was man zu Hause einlagert, verliert, sehr oft halt auch vom Handel verlockt wird, diese klassischen Aktionen, zahl 2, nimm 3 und eigentlich das dritte Joghurt hätte man eh nicht braucht und sich von Anfang an sparen können. Also wie gesagt, die Gründe sind vielfältig. Also eben keine wirklich gute Haushaltsplanung bis hin zur Lagerung und vor allem halt auch ein bisschen dieser Wertverlust. Also wir messen unseren Essen, unseren Nahrungsmitteln nicht mehr den Wert bei, weil wir zum Teil auch gar nicht wissen, was an Vorketten, ja, an Energie, an Ressourcen, an Arbeit auch dahinter steckt. Und das sind schon Gründe unter vielen weiteren, warum gerade in den westlichen Ländern, also in Industrieländern, diese Lebensmittelabfälle und auch vor allem die vermeidbaren Lebensmittelabfälle steigen. Ja, und Anreizsysteme, ich glaube, da gibt es auch viele Möglichkeiten anzusetzen. Das Beste wäre natürlich, man wird sich bewusst, ja, was hier eigentlich eben an Ressourcen, an Energie, an Vorketten in unserem Brot, vor allem auch in den hochwertigen Lebensmitteln Richtung
Fisch, Fleisch hingehend. Das sind ganz besonders ressourcenintensiv, CO2-intensiv, emissionsintensiv. Wenn wir uns dessen bewusst werden würden, wenn eventuell auch entsprechend bewusst wird, was es auch an Kostenersparnis ist, wenn ich wirklich zielgerichtet und bedarfsgerichtet einkaufen gehe. Und ja, andererseits von Seiten der Abfallwirtschaft her, Abfall, wir zahlen natürlich alle Abfallgebühren, aber im Vergleich zu anderen Ausgaben oder Systemen, die sozusagen den einen Anreiz bieten sollen, halt möglichst wenig Abfall zu produzieren, möglichst sorgsam und aufmerksam mit seinen Ressourcen umzugehen und eben am Ende des Tages wenig Abfall zu produzieren, da könnte man auch von der Seite noch nachschärfen. Ja, danke. Sehr interessant auf jeden Fall. Also ist natürlich vor allem eine ziemliche Verschwendung und ist natürlich eben sehr, sehr schade. Jetzt ist natürlich nicht nur die Lebensmittel das Problem, sondern auch der Verpackungsmüll. Plastik ist natürlich ein großes Problem. Bioplastik ist oft im Gespräch. Glauben Sie, dass wir eines Tages keine Plastikverpackungen mehr brauchen werden? Ich glaube, da sollten wir nicht unbedingt nur auf das Material schauen, ja, aus dem Werkstoff selbst, sondern generell brauche ich prinzipiell einmal für ein gewisses Produkt, wenn wir jetzt wieder im Lebensmittelbereich bleiben, eine Verpackung, oder ist dieses Produkt, dieses Lebensmittel zum Beispiel genauso gut ohne, gut lagerbar und haltbar und auch transportfähig? Darum geht es ja eigentlich. Die Verpackung hat ja keinen Selbstzweck, wird natürlich auch als Werbeträger, als Informationsträger genutzt, hat aber vor allem auch den Zweck, ein Lebensmittel zum Beispiel oder ein Produkt zu schützen, ja, haltbar zu machen, transportfähig zu machen. Und es ist da relativ egal, ob ich jetzt Kunststoff, also Plastik verwende oder Glas oder Papier. Es geht darum, es möglichst mehrfach zu nutzen. Ja, jede Ökobilanz, also wir schauen uns ja das hier bei uns an der BUKO auch mit Lifecycle Assessment, mit Bilanzierung, mit Ökobilanzierung an, um einmal herauszufinden, welche Produkte, welche Lebensmittel brauchen denn welche Verpackung, damit sie eben möglichst lange haltbar sind und nicht sehr schnell zu Abfall werden. Und da zeigt sich immer wieder, es geht eigentlich nicht unbedingt nur um das Material, sondern es geht vor allem darum, diese Verpackungen auch mehrfach zu nutzen, also vom Einweg, vom Wegwerfen hin zur Mehrfachnutzung, zum Mehrwegsystem. Dankeschön für diese ausführliche Antwort. Ich muss mich leider auch schon wieder von Ihnen verabschieden. Es geht gleich wieder weiter mit dem nächsten Video. Vielen Dank auf jeden Fall, dass Sie da waren. Und für diese noch interessante Informationstage. Dankeschön. Einen schönen Nachmittag noch. Und ja, ihr bleibt im Chat gleich dran. Wir sind gleich wieder da mit dem letzten Video im Studiengang UBM für heute. Und wir haben eure Fragen im Chat gesehen. Wir haben sie auch nicht vergessen. Wir beantworten sie gleich. Bis später.